So, halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute haben wir hier das Hidden World Playset zu DreamWorks Dragons Drachenzähmen leicht gemacht 3, die geheime Welt. Ja, 3 von diesen Playsets habe ich euch schon gezeigt. Eines mit ohne Zahn, eines mit Hakenzahn und eines mit Light Fury. Das hier ist Set Nummer 4 und hier haben wir Sturmfeil. Ja, tatsächlich, es gibt auch dieses vierte Set. So, und das stammt hier noch aus dem Paket vom Kinderspieleland, denn nur dort habe ich dieses Set gefunden. Das Schöne bei diesem Shop, wisst ihr, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist, dass ihr auch tatsächlich das aussuchen und bestellen könnt, was ihr wollt. Also nicht irgendwie farblich sortiert und ihr kriegt irgendein Set. Nein, ihr kriegt genau das, was ihr wollt. Und ihr wisst ja, keine Werbung, sonst würde ich das hier schön reden. Das tue ich bei Gott nicht. Aber ich sage euch meine offene und ehrliche Meinung dazu. Für den Service und für die Auswahl des Sortiments ganz viele Grüßchen an das Team. Toller Shop, macht weiter so. Das wünscht man sich doch auch von den ganzen anderen. Okay, die Box hat natürlich exakt genau die Größe wie alle anderen auch. Ich werde sie gleich auch mal hier alle nebeneinander aufstellen. Wir haben hier wieder eine LED bzw. ein UV-Licht, was leuchtet. Da können wir die geheime Zeichnungen auf den Rücken unserer Drachen angucken. Das funktioniert übrigens mit allen Drachen der Mystery Dragons Serie. Das wisst ihr ja. Und ihr seht schon, um diese Box rumrum fliegen 3 verschiedene Natterfigürchen, eben von den Mystery Dragons. Und das müssten eigentlich alle sein, die es momentan so gibt. Aber wer weiß. Die werden wir natürlich dann auch entsprechend vergleichen. Ja, dann würde ich doch sagen, lasst uns das Set, lasst uns die Box kurz anschauen, auspacken und prüfen. Dazu wünsche ich euch und mir viel Spaß und los geht's. So, und hier seht ihr auch gleich mal alle 4 Spielesets, die bisher erschienen sind. Links haben wir Hakenzahn, dann kommt Sturmfeil, ohne Zahn und Light Fury. Rein optisch sieht's hier aus, als ob die Höhle von Sturmfeil exakt genau die gleiche wäre wie links daneben von Hakenzahn. Allerdings haben sie es schön bunt bemalt, bunter wie von Hakenzahn, definitiv. Und falls ihr alle Höhlen mal nebeneinander stehen sehen wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann packe ich hier alles nochmal aus und werde das mit allen Drachen nochmal komplett hier auf meinem Drehtellerchen aufbauen. Dann seht ihr das alles mal komplett. Aber wie schon gesagt, muss sich schon lohnen. Also gebt mir Bescheid. So, kurzer Blick auf die Verpackung, wieder sehr schön gestaltet. Ne? Übliches Design, das Logo ohne Zahnsköpfchen. Hier oben Hidden World Playset, der Try Me Button zum Probieren. Und es leuchtet auch, wie ihr seht, alles wunderbar. Und Sturmfeil hat hier wirklich eine sehr auffällige Zeichnung auf ihrem Rücken, auf dem Flügelchen. Und ihr seht, das alles wurde recht schön bunt gestaltet. Ne? Wenn ich hier ohne Zahn daneben halte, das scheint genau das baugleiche Modell zu sein. Bei Sturmfeil seht ihr einfach ein paar Farben mehr. So, dann haben wir hier wieder die alte Angriffsklasse. Seitlich die Anmerkung Höhle mit Lichteffekt. Und oben seht ihr nochmal, wie das tatsächlich aussieht. Hier seht ihr dieses Muster von Sturmfeil auf dem Rücken und auf den Flügelchen. Das unterscheidet sich bei jedem Spieleset. Hier ist zum Beispiel Hakenzahn drauf und bei den anderen genauso. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns das gleich mal hier auspacken. Hier aufschneiden. So, alles noch original verpackt. Nagelneu. Sehr gespannt. So, hier unten kann man das rausziehen. Hier ist extra ein kleines Loch drin. Okay. Jo, hier fällt mir auch noch gleich die Anleitung entgegen und natürlich die Servicenummer von Spin Master. Könnt ihr schreiben oder telefonieren, wenn irgendwas mit eurem Spielzeug nicht stimmt. Zumindest das Spielzeug von Spin Master. So, dann haben wir hier die Höhle. Sturmfeilchen haben sie hier wieder fest reinmontiert. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns erst einen Blick hier auf die Höhle werfen. Hat in etwa auch die gleiche Größe, wie ihr es von den anderen Höhlen gewohnt seid. Na, ohne Zahn ist ein bisschen höher, aber es ist, wie schon gesagt, genau die gleiche Höhle wie bei Hakenzahn. Zumindest hier auf den ersten Blick. Wir sehen hier 3 Schrauben, wo es montiert wurde. Hier seht ihr auch das Lämpchen, das Licht leuchtet, wenn ihr drauf drückt. Ich finde die Höhlen halt leider ein bisschen zu eng, denn teilweise habt ihr wirklich Schwierigkeiten, die Drachen hier reinzusetzen. Vor allem, dass sie auch stehen bleiben. Ne? Also sehr enge Geschichte. Ansonsten haben sie es hier wirklich schön farbenfroh bemalt. Wir haben hier unten lila, hier oben lila. Natürlich alles so Korallen. Dann haben wir hier pink, hier orange, hier nochmal orange. Und unten rum
haben sie die Steine hier in Grau bemalt. Dann geht es hier oben in Blau weiter. Das ist so ein ähnliches Blau, wie Sturmpfeil hat. Und hier sehen wir auch noch ein paar Kristalle in einem noch helleren Blau, die hier nach oben stehen. Ne? Ist echt nett gemacht. Hier noch ein paar Details von diesen Korallen. Ne? Das ist echt nett gemacht. Also die Höhlen an für sich eine nette Idee. Was mir jetzt natürlich noch besser gefallen hätte, wenn wirklich jede Höhle anders modelliert worden wäre und wenn man die Höhlen dann aneinander hätte schieben können, damit es ein riesen Höhlengebilde gibt, wo dann halt die Drachen dazwischen rausgucken und wo er vielleicht auch noch die anderen Drachen mit dazu, darauf oder dahinter stellen könnte. Ne? Wenn hier einfach mehrere Ebenen wären, wo man dann die Drachen einfach draufstellen könnte. Wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch irgendwie so eine riesen Korallenbank im Laufe der Zeit auf den Markt. Ich habe zwar nichts auf den ganzen Messen gesehen, aber wer weiß, vielleicht kommt ja da noch was. Vielleicht auch von einem Dritthersteller. Wir werden es auf jeden Fall erleben oder auch nicht. Ne? So, hier der Knopf, der Auslöser für das UV-Lichtchen hier unten. Leider ist das Licht sehr klein, sehr schwach. Ich meine, man sieht schon die Zeichnung auf dem Rücken, aber teilweise nicht komplett. Drum habe ich hier auch noch meine große LED-Lampe. Damit werden wir den Drachen dann anleuchten und sehen dann wirklich die komplette Bemalung über die ganze Fläche. Okay, das zur Höhle. Hier unten ist das Batteriefach. Einfach rausschrauben und dann kommt da, glaub, wie es aussieht, drei Knopfzellen rein. Ne? Also das dazu. Nette Höhle. So, dann kommen wir hier zur Sturmpfeil, die wir hier in diesem Set drin finden. Und dem einen oder der anderen wird schon auffallen, aha, die sieht tatsächlich anders aus als die anderen Sturmpfeilfiguren, die bisher erschienen sind. Zum einen ist das Blau hier ein bisschen dunkler, nicht ganz so hell wie bei den normalen Figuren. Wir haben hier einen Farbverlauf drin mit dem Braun. Das finden wir auch schon bei der normalen Sturmpfeilfigur. Man sieht hier auch den Druck von diesen Leuchtelementen. Könnt ihr sehen, die kleinen Kreischen, die man hier sieht? Das ist der Druck, der dann leuchtet. Dann seht ihr auch, dass das Gelb hier ein bisschen dunkler als bei den anderen Sturmpfeilmodellen ist. Und dieses Gelb, das Hörnchen auf dem Kopf, zieht sich bis runter ans Maul. Die anderen wurden viel, viel kürzer bemalt. Das seht ihr gleich im direkten Vergleich bei den Figuren nebeneinander. Die Zähnchen haben sie ja weiß bemalt. Das finde ich super cool. Das Maul haben sie nicht extra bemalt. Dann hier diese Cremefarbe, Unterkiefer, Bauch. Und hier hinten wieder diese gelben Streifen aus dem Schwänzchen. Also auch ein nettes Modell. So, und jetzt halte ich mal eine ganz normale Mystery Mini Ausgabe daneben und ihr seht schon, die ist, was das Blau angeht, viel heller. Auch das Hörnchen, guckt euch das gelbe Hörnchen an, ne? Einfach nur oben und bei der leuchtenden Figur geht es wirklich bis über die Nasenlöcher ganz weit runter. Krass, ne? Und ihr seht auch, dass das Gelb dunkler ist. Auch die Augen sind links nicht ganz so schön oder nicht ganz so groß oder kräftig bemalt wie bei der regulären Ausgabe, scheint ein bisschen schwächer zu sein. Die Pupille ist kleiner, das Auge ist nicht ganz so groß. Ja, auch was den Bauch angeht, die Cremefarbe ist links ein bisschen blasser, würde ich mal sagen. Dann die Bemalung am Schwänzchen, wartet mal, ich halte es mal so rum. Die ist bei der Höhlenausgabe viel kräftiger, viel breiter, als wir es links bei der normalen Version sehen. Ja, das dazu, ansonsten ist eigentlich der Rest von der Skulptur her alles gleich. So, also das ist die normale Ausgabe. Dann gab es natürlich auch noch die hier in Lila. Auch die leuchtet im Dunkeln. Auch hier seht ihr Flecken auf den Flügeln und auf dem Rücken ein paar. Vielleicht kann man das erkennen. Ja, also auch die leuchtet. Und dann haben wir noch diese Version, die ebenfalls braun besprühte Flügelchen hat, aber ebenfalls in einem helleren Kunststoff gegossen wurde und hier leuchtet nichts, wie es aussieht. Ja, also das die Unterschiede der Figuren. Ihr seht auch rechts das Auge viel größer als bei der leuchtenden Version links. Okay, also das dazu. Ich stelle die drei vielleicht gerade mal nebeneinander, wenn sie denn stehen. So geht es einigermaßen. Also das sind die vier Modelle, die vier Varianten, die ich habe. Vielleicht gibt es auch noch eine Variante mehr. Das kann gut sein. Ne, hier die Special-Ausgabe durch dieses langgezogene Horn ganz klar zu erkennen. Ich drehe es auch nochmal rum. So, einfach nochmal von hinten. Dann seht ihr auch die Flügelchen. Zwei sind hier braun bemalt, haben hier einen Verlauf auf den Flügelchen.
Und übrigens auch hier schön zu erkennen, guckt mal, diese Cremefarbe, die ihr hier am Unterkiefer und am Bauch seht, guckt mal, wie hoch die hier zum Hals geht. Seht ihr das? Das geht wirklich komplett rum. Das ist bei dieser Ausgabe nicht so. Da hört es viel früher auf. Ne? Hier geht es viel weiter hoch, als wir es hier sehen. Ne? Also auch überdeutlich. Gut, dann würde ich das sagen, schauen wir uns mal das Leuchten an. Zuerst in der Höhle. Das hier ist das Special, was eben diesem Höhlenset hier beiliegt. So, da hat man echt wieder Schwierigkeiten, die Figur reinzustellen, dass er auch stehen bleibt. Ich mache es mal an und ihr seht, ja, der vordere Bereich wird beleuchtet. Ich muss noch ein bisschen weiter reinschieben. Dann seht ihr hier, dass hinten auch noch ein bisschen was leuchtet. Wenn ich es jetzt kippe, dann fällt sie gleich hier durch das andere Loch durch. Ne? Das meine ich. Die Höhlen sind ein bisschen suboptimal, wenn ihr mich fragt. So, also nochmal, so sieht das Muster von der beigelegten Sturmpfeil aus. So, dann die ganz normale Ausgabe stelle ich rein und fliege durch. Großartig. Wirklich großartig, Spinmaster. Ihr seid der Hammer. So, hier leuchtet nichts und tschüss. Dann habe ich hier die lila Ausgabe. Auch nicht wirklich großartig was zu sehen und tschüss. Und dann nochmal diese bemalte Ausgabe. Sehr schön. Also, dann Licht aus. Und jetzt kommt mal die UV-Lampe dran. Also, guckt mal, wie der Bauch hier unter der Lampe wirkt. Seht ihr das? Der ist hier plötzlich dunkel. Nicht mehr cremeweiß, sondern dunkel. Der Rücken leuchtet hier bei dieser Skulptur auch nicht. Dann die lila Version. Guckt mal, wie da der Rücken leuchtet. Der Hammer. Ne? Normalerweise ist er mit ganz dünnen Kreisen bedruckt, aber die leuchten so stark, dass es fast flächig aussieht. Ne? Wie krass. Wie krass. Okay, also die lila Version, dann haben wir hier noch die ganz normale. Auch da leuchtet nichts, außer halt das Blau, was so wahnsinnig strahlt. Und nee, Freunde, nee, da könnt ihr mal sehen. Das hier ist der lila Natter, welcher hier blau leuchtet. Da könnt ihr mal sehen, wie einen dieses UV-Licht verarscht. Das hier ist der lila Natter, ne? Das glaubt man gar nicht. Der kommt hier total blau. Unglaublich. Der Hammer, guckt euch den Bauch an. Gott, die Dinger sind so klein, die fliegen aus der Hand. Ja, also nur dass er mir es glaubt. Ne? So, leuchtet blau. Ich halte ihn fest und schalte jetzt das Licht an. Weg mit dem Licht. Seht ihr's? Wir haben hier die lila Version. Unglaublich, oder? Das ist der lila kleine Natter, der hier blau leuchtet unter dem UV-Licht. Das ist der Knaller. Ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber. Dann haben wir hier die Version, die beilag bei der Höhle. Und wenn ich da drauf leuchte, dann wird die ganze Figur hier lila. Pass auf, ich mache das Licht nochmal aus. Ne? Guckt es euch an. Wirkt jetzt total lila unter dem Licht. Ich schmeiß mich weg. Ihr seht es ja auch an der langgezogenen Nase, an dem gelben Strich. Das hier ist die Höhlenversion. Ja? Wie krass. Ich hoffe, das kommt raus. Total lila wie die lila Version. Cool. Also schon cool. Totaler Farbwechsel. Ich schmeiß mich weg. Also, so viel dazu. Und jetzt seht ihr sie halt auch mal richtig leuchten. Übrigens, hier vorne auf der Stirn hat sie auch noch ein Lichtchen. Ne? Was leuchtet wie verrückt. Und das Gelb scheint auch nochmal extra zu leuchten unter diesem hellen UV-Licht. Das seht ihr alles in der kleinen Höhle nicht. Ja, das seht ihr nur mit einer gescheiten UV-Lampe. Der Hammer, wirklich der Hammer. Ja, also das ist schon echt super cool und mega mysteriös. Ne? Ja, und was mich halt echt wundert bei der lila Version, seht ihr das? Obwohl da Leuchtpunkte drauf gedruckt sind, leuchten die eigentlich kaum. Man sieht es ganz, ganz schwach. Ich weiß aber nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt. Die leuchtet eigentlich nur hellblau wie alle anderen und dabei ist die lila Version. So, ich mache die Lichter nochmal an. Ich behalte es hier in meiner Hand. Nicht, dass ihr denkt, der Rupi trickst hier rum. So, das Licht auch noch an. Also, das hier ist die
lila Version, die blau leuchtet im Dunkeln. Ne? Und ihr seht es vielleicht auch hier, ne? Die Drucke auf dem Rücken und auf dem Flügelchen. Normalerweise hätte das leuchten müssen, aber hat kaum eine Leuchtkraft unter der richtigen UV-Lampe. Okay, also, somit habt ihr auch gesehen, dass eigentlich diese Darstellung hier komplett falsch ist, denn sie leuchtet nicht blau unter dem Licht, sondern tatsächlich violett. Der Hammer. Gut, dann würde ich sagen, war's das zu diesem Set. Die knuffige Sturmpfeil, die unterm UV-Licht komplett anders leuchtet als gedacht. Schon echt faszinierend. Alleine das war's wirklich schon wert. Coole Höhle, tolle Farben und eine mega coole Sturmpfeil, die ihr sonst nicht kriegt. Nur in diesem Set. Meines Wissens nach. Ja, hier nochmal die anderen drei Sets, die es überall zu kaufen gibt. Aber wie schon gesagt, Sturmpfeil habe ich bisher nur beim Kinderspielenland entdeckt. Vielleicht ziehen die anderen auch noch nach. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr auch tatsächlich einzeln bestellen könnt. Ne? Die Figur, die ihr haben wollt. Extra Daumen drücken von mir für euch. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wünsche euch viel Spaß mit Drachenzähmen leicht gemacht 3, die geheime Welt. Sage ciao, tschüsschen, winke, winke. Bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay. Yeah.